Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es super leckere Eclairs mit Vanillepudding und Schokoladenüberzug. Das Ganze ist gar nicht so kompliziert, wie es vielleicht den Anschein hat, und wie es genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Zuerst gebe ich etwas Wasser und Butter in einen Topf, gebe Mehl und Vanillezucker dazu, lasse das Ganze kurz aufkochen und verrühre das Ganze zu einem klumpigen Teig. Dann abkühlen lassen und in eine große Schüssel geben und die Eier hinzufügen. Dann alles gut verrühren und anschließend den Teig auf ein Backpapier platzieren und mit angefeuchteten Händen etwas formen. Danach ausbacken bei ca. 180 Grad für 40 Minuten, abkühlen lassen und beliebig mit Pudding und Schokolade verzieren. Die Eclairs sind super lecker. Die Form könnt ihr natürlich selber bestimmen und auch die Größe der Eclairs. Ihr könnt einen riesen Eclair machen, viele kleine. Das ist euch überlassen. Macht es auf jeden Fall nach. Die Zutaten sind unten in der Infobox aufgelistet, um es nachzumachen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch jetzt einen guten Appetit und sage dann schon mal bis morgen. Tschüss.